Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, das hier ist ein Wario No Play zum Spiel Kingdoms of Amalur Reckoning. Dieses Spiel ist erst neu rausgekommen und ich will das euch ein bisschen vorstellen. Das Ganze ist eigentlich ein Hack and Slay mit einigen Story-Elementen, einigen RPG-Elementen. Wir schauen uns das Spiel einfach mal an. Ich würde sagen, optimale Möglichkeit wäre es, ich spiele das so an, so komplett von neu. Werde so, während ich zocke, ein bisschen was dazu erzählen, was ich im Augenblick gelernt habe. Ich bin ja schon ein bisschen weit im Spiel, das heißt, ich kann ein bisschen mehr dazu erzählen. Und ihr kriegt einen Einblick darin, wie das Spiel überhaupt ist. Falls euch gefällt, kann ich selbstverständlich noch mehr Videos dazu machen, weswegen ich von vornherein anfangen möchte, dass das so, ja, halt ein wenig Sinn macht, diese ganzen Abstände. Und ich nicht plötzlich mal aus dem ersten Kapitel was machen, dann aus dem 19. und dann kurz vom Ende nochmal ein Video. Das finde ich eher doof, deswegen würde ich sagen, fangen wir sofort jetzt mal an. Zuerst einmal, was ist dieses Spiel? Das Spiel gibt es komplett leider nur auf Englisch, auch wenn man die Installation auf Deutsch führen konnte, was irgendwie lächerlich ist. Und das heißt, die ganze Sprache ist leider auch auf Englisch. Manch einen mag stören, mich persönlich nicht, ich spiele alle Spiele auf Englisch. Egal. Die Optionen sind extrem karg, also das muss man einfach mal dazu sagen. Ich finde, die Optionen sind ein Witz. Man kann nicht wirklich viel machen. Man kann... Das ist das Einzige, was sinnvoll ist an dieser Minimap und das war's. Audio Resolution nehme ich auf dieser Resolution auf, weil das für YouTube geeigneter ist. Und das ist die Grafik und das hat mich extrem enttäuscht. Man kann nichts sonstiges eintippen. Es gibt zum Beispiel hier nur Standard oder Simple, also Enabled oder Disabled, High oder Low, also nicht wirklich viel. Und ich persönlich finde, dass das ein bisschen schwach ist. Naja. Es gibt auch Downloadable-Content, man kann das ja auch online spielen, aber ich persönlich mache es jetzt mal offline, würde sagen, wir starten ein neues Spiel, in dem ich euch so ein bisschen zeige, wie es ist, während ihr sehen könnt, wie man das zockt. Die ganzen Cinematics nur werde ich skippen, ich werde einfach mal ganz kurz erzählen, was überhaupt abgeht. Ich würde sagen, wir fangen an. So. Wie gesagt, die Cinematics werde ich skippen, weil ist nicht wirklich interessant. Die Story ist wie bei jedem Hack and Slay so ein bisschen nebenbei. Ich kann es mal kurz erzählen. Ihr lebt in einem Fantasiekönigreich, bla bla bla, was für eine Überraschung. Auf einmal kommt ein neuer Gegner, eine neue Gegnerrasse, die unsterblich ist. Das heißt, man schneidet denen das Herz raus mit dem Schwert und die stehen einfach auf, als wäre nichts gewesen. Also, ja, ein bisschen unverwüstlich, die guten Leute. Man selbst ist gestorben und wurde in einer sogenannten Seelenschmiede, im Seelenbrunnen, was auch immer, wiederbelebt. Man ist ja sozusagen die Hoffnung der freien Welt, so dieses typisch normale 0815 Heldenstory-Dings. Es gibt 4 Klassen, die man auswählen kann, männlich oder weiblich. Ich nehme mal die männlichen. Und mal schauen, was wir hier haben können. Da ich mich auf einen Zauberer spielen möchte, werde ich die Lios... Keine Ahnung, das, die Rasse mit dem L. Ich kann die nicht aussprechen, deswegen nenne ich die AVLD. Und wir wählen diese Klasse. An sich hat das Ganze ist wenig mit dem richtigen Gameplay zu tun. Die Unterschiede, die es da gibt, sind recht banal und nicht wirklich groß... rausstechend. Also man hat später so ein Skilltree und manche haben dann mal am Anfang 2 Punkte, manche einer hat nur 1 Punkt am Anfang, aber man kann eigentlich jede Klasse auf alles skillen. Also das ist nicht wirklich bewegend. Ich würde sagen, die Boni bei Skyrim waren bedeutender. So, schade, dass man hier nicht Feuer nehmen kann, wie es aussieht, denn ich hatte vorhin einen Feuerchar, das geht jetzt wohl nicht. Okay, das ist ein bisschen merkwürdig, aber mal schauen, was wir da machen können. Wisdom, Air, was nehmen wir denn? Also None ist sowieso blöd, wo man da einfach nur Experience bekommt. Justice 10% auf HP ist nicht wirklich viel. Order, geht. Wisdom 10% auf Mana. Wirklich interessant sind hier Luft oder Erde. Es gibt noch Feuer und Wasser, aber die sind scheinbar mit dieser Rasse nicht verfügbar. Wieso auch immer. Ich würde sagen, wir nehmen mal Luft, weil es ganz cool aussieht. Und es gibt hier verschiedene Presets. Die Character Customization ist eigentlich recht interessant, ist nicht ganz so eindrucksvoll wie bei Skyrim und man kann sie natürlich immer wieder neu verändern. Aber sieht auf jeden Fall ganz cool aus, wenn ihr mich fragt. Also ich persönlich würde jetzt nicht sagen, oh, die ist schlecht, die ist eigentlich ganz cool gemacht. Was kann man denn hier nehmen? Nehmen wir die hier, sieht cool aus. Ist auf jeden Fall ganz interessant, ich würde sagen, das Ganze mache ich einfach nur so im Schnelldurchlauf. Einfach nur so kurz zeigen, was es gibt und dann werde ich das ohne euch mal kurz zu Ende machen. Und
dann werde ich das Video fortsetzen, oder? Also mal kurz zeigen, was es gibt. Es gibt hier Gesichtsoption, Haaroption, Accessoire-Option und wir sind wieder bei den Gesichtsoptionen. Wir sehen uns, sobald ich fertig bin, weil das kann immer sehr, sehr lange dauern. So, wir sind fertig. Ja. So, jetzt kann man unseren Namen eintippen. Ich werde persönlich immer meinen Standardnamen eintippen. Denn ich habe mich in allen Rollenspielen immer Sonja genannt. Es gibt Cinematic, wie gesagt, nicht wirklich spannend. So, hier sind wir und das Ganze ist ein standardmäßiges Hack and Slay. Wenn ich weiß, was ein Hack and Slay ist, das erste Hack and Slay, das ich persönlich gespielt habe, war Champions of Norrath, zeitgleich mit Diablo. Diablo ist das wunderbare Beispiel für ein Hack and Slay. Im Grunde genommen folgendes: Hirn aus und einfach nur draufknüppeln. Mehr braucht ihr nicht. Ihr habt einen Aktionsbutton zum Hüpfen, ihr habt einen Aktionsbutton, um eure Leiste anzumachen. Und ihr habt eine Art Rage, aber dazu kommen wir später, falls wir in diesem Video überhaupt dazu kommen. Und im Endeffekt geht es darum, besiegt die Gegner, holt euch ganz viel Loot und besiegt die Gegner noch besser, bekommt ihr besseres Loot und immer so weiter. Immer wieder und immer wieder. Also nicht wirklich sehr, sehr aufregend oder spannend. Vom Prinzip her hört sich das so an, aber es ist auf jeden Fall cool. Also man muss sagen, das Prinzip ist recht billig, aber es macht einfach Spaß, immer wieder nach dem besten Rüstung, nach den besten Waffen zu suchen. Ist einfach cool. Könnt sagen, was ihr wollt. Es gibt natürlich hier auch das Tutorial. Hier, so sieht das Menü aus. Wir lernen das ganze Spiel mal so ganz von Anfang an. Man hat hier, falls man mal guckt, eine Hauptwaffe. Das können entweder ein Stab oder ein Schwert oder Dolche sein. Und eine Sekundärwaffe, was, naja, ein Bogen sein kann. Zum Beispiel was. Einfach nur so. Wir haben Rüstungsteile, wir können Schuhe haben, Hosen, Brust, Handschuhe und ja, einen Kopf, einen Helm. Aber da ich mich auf einen Zauberer spielen möchte, haben wir diese Option am Ende nicht, denn wir haben nur eine Robe. Das ganze Spiel ist extrem linear und in diesem Sinne hat man da relativ wenig Angst, man irgendwas verpasst. Es gibt zwar versteckte Dinge, ja, die gibt es. Aber in der Regel ist das extrem linear. Man kann mit der Waffe einige Sachen in der Umgebung kaputt machen. Allerdings nicht alle, also bei weitem nicht alle. Ab und zu bekommt man dafür Gold, ab und zu bekommt man dafür auch gar nichts. Ist so ein bisschen, ja, hin und her. Hier sehen wir den Kampf. Wie gesagt, so ein typisches Diablo. Das Schöne ist, was man hier auch sieht. Ah, hör auf mich anzugreifen. Dass das Echtzeit ist. Das heißt, man muss in Echtzeit ausweichen zum Beispiel. Und sämtliche Aktionen kosten Zeit. Das heißt, falls ihr zum Beispiel gerade dabei seid anzugreifen und Gegner kommt von hinten an, dann kann er euch Schaden machen. Das ist nicht so wie zum Beispiel bei anderen Spielen, wo die Gegner einfach dumm sind wie Brot und so lange in einer Gruppe um euch herumstehen, bis hier ein nach dem anderen davon abknallt. Das ist hier leider nicht der Fall. Beziehungsweise zum Glück nicht der Fall, sonst wäre das Spiel ja extrem langweilig und einfach. Mal wieder schön alles kaputt machen. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal links liegen. Ah, das sieht doch nach Kampf aus. Oder hör sie nach Kampf an. Das Schöne ist, dass man nicht springen kann. Man kann nur springen, wenn diese Aktion da ist, aber ansonsten geht das nicht. Ja, der Kampf ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Natürlich ist das nur der Anfangsgegner oder sind die Anfangsgegner, aber am Ende wird das echt spannend und ich persönlich finde, das ist einfach richtig nett gemacht. Die meisten Kritiker haben dieses Spiel absolut zerfetzt und haben es absolut nicht gemocht, aber ich persönlich finde, das stimmt nicht. Also ich persönlich denke, das Spiel ist richtig gut. Von sich gesehen. Wie gesagt, ich überspringe diese ganzen Dialoge. Aber ich persönlich finde, das Spiel ist wirklich nett. Also, es ist nicht super, es ist kein Diablo, weil Diablo natürlich das, naja, es ist das Hack and Slay. Aber dieses Spiel ist auf jeden Fall ganz cool. Dafür, dass es jetzt nicht von einer AAA-Schmiede kommt, sondern von einem Developer, von dem ich persönlich relativ wenig gesehen habe, hat es doch eine ganz nette Engine, hat die Havoc Engine. Damit ist, oh, welches bekannte Spiel ist mit der Havoc Engine rausgekommen? Bulletstorm zum Beispiel. Bulletstorm ist damit rausgekommen. Und es hat die
Big Huge Engine. Ich verarsche euch nicht, die Engine heißt echt Big Huge Engine. Ich habe keine Ahnung, wie man auf den Namen gekommen ist, aber die müssen sehr, sehr viel Kokain gehabt haben. An sich ist das ganze Prinzip, und auch wenn es wirklich bescheuert klingen mag, es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß, seinen Char auszurüsten und dann mit immer besseren Rüstungen, immer besseren Sachen durch die Gegend zu laufen. Und natürlich noch mehr Optionen als einfach nur irgendwas. Ja, komm, halt die Backen. Man kann zum Beispiel eine Quickleiste anfertigen, da kann man seine Tränke drauflegen und all sonst den Kram. Und das braucht ihr auch. Das braucht ihr auf jeden Fall. Also, die Kämpfe hier sind nicht einfach. Es gibt Cinematic und bam. Ja, wieso diese ganzen Dinge passieren, ist ganz einfach. Diese Wesen, von denen ich euch erzählt habe, die greifen diese Seelenschmiede, diesen Seelenbrunnen, was auch immer an. Und wir sind da gerade wiederbelebt worden. Wir müssen jetzt ein bisschen Action machen. Wir müssen uns erstmal befreien und erstmal zu dem Hauptverantwortlichen dieser ganzen Gegend hinlaufen. Ist nicht wirklich schwierig, aber unterwegs kommen uns einige Gegner im Weg und in der Zwischenzeit lernen wir das Spiel so ein bisschen. Ich muss sagen, ich finde, das macht sehr viel Spaß. Wow! Ich schaue mich mal kurz hier im Raum um, zerstöre mal die ganzen Kisten und so weiter und wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich auch schon wieder. Ich habe Handschuhe bekommen und neue Stiefel und kann jetzt mein Schild aufheben. Schild braucht man immer wieder. Kann man hier ausrüsten. Und hat man hier. Man kann blocken, aktiv blocken, ist auch sehr, sehr, sehr hilfreich. Aber da wir auf normal spielen, nicht auf schwer, können wir diese Gegner auch ohne blocken schaffen. Ab und zu hat man natürlich auch einige kritische Angriffe, aber das ist nicht wirklich wichtig. Ja. Hör auf, mir das zu sagen. Bam! Tot. So, man kann natürlich auch einen Bogen aufheben. Das ist das, was wir jetzt haben. Und deswegen wollte ich auch das Ganze nochmal neu anspielen, weil man einfach so das Spiel viel, viel besser lernt, als wenn ich euch durch zahlreiche Instanzen dieses Spiels hindurch begleite und sage, was wir jetzt hier neu sehen können in dieser Szene, die 4 Stunden hinter der nächsten ist. Oder sonstiges. Also ich finde das persönlich auf diese Art und Weise viel, viel interessanter und intelligenter. Ja, Secondary ist der Bau. Wir können das Ganze nochmal skippen mit dem Mausrad. Archers up ahead. Best shoot them before they see us. Und das war's. Finde ich cool. Get to the chopper! Also wie gesagt, das Spiel wurde von den Kritikern in der Luft zerfetzt. Ich habe keinen Plan, wieso, um ganz ehrlich zu sein. Ich persönlich finde es cool. Hallo? What the fuck? Die Gegner können natürlich auch ausweichen. Das finde ich extrem cool daran. Weil die Gegner nicht einfach nur doof sind. So nach dem Motto, ah, greif uns an. Wir stehen einfach da. Also das ist auf jeden Fall ziemlich cool gelöst, definitiv. Wir haben da noch kurz eine kleine Kiste vergessen. Die Klassen, die man hier hat, sind nur 3 Stück. Man kann die natürlich auch anders skillen und hat verschiedene Talente und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt gibt es 3 Hauptunterschiede und das ist auch der Grund, was die meisten angeführt haben. Dass man nur ein Rogue spielen kann, also eine Stealth-Klasse, eine Magie-Klasse und ja, eine Barbaren-Hau-drauf-Hirn-aus-Spot-an-Klasse. Das finde ich eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Genauso wie viele gesagt haben, das Spiel ist doof, weil es zu linear ist. Ich meine, wie wollt ihr das erwarten? Diablo 3 ist auch extrem linear. Sämtliche Spiele, die so sind, sind extrem linear. Aber man hat viele Möglichkeiten und ich persönlich finde, das Ganze nicht wirklich gerechtfertigt geflamed wurde. Man hat viele interessante Optionen hier. Es macht Spaß, definitiv. Und es ist einfach mal schön, so zur Auszeit More sich up ahead. zu nehmen, If you could sozusagen. sneak up on them with your daggers, you should be able to finish them quickly and quietly. Wir haben noch einen Sneak Mode. Also eigentlich ist das Spiel ganz cool. Zum Klassen kann ich Folgendes sagen, was ich gemerkt habe. Die Magieklasse ist recht schwierig am Anfang zu spielen, denn, naja,
man hat am Anfang sehr wenig Magie und die ganzen mächtigen Magiezauber haben einen ziemlich langen Cooldown, sodass man dann nicht wirklich glücklich wird im Spiel. Na, komm schon. Hopsala. Epic. Und die Barbarenklasse ist, naja, wie alle Barbarenklasse halt eine stinknormale Barbarenklasse. Ist nicht wirklich mächtig, ist nicht wirklich schwach, so ein, aber sehr, sehr langweilig zu spielen, das definitiv. Also es macht keinen Spaß, so zuzusehen. Die Schurkenklasse, also die mit den Dolchen, die mit dem Stealth, ist mit Abstand die am stärksten, denn man kann einfach alles One-Hit killen, wenn, und das ist ein großes Wenn, wenn man die nötige Geduld hat und nötige taktische Verständnis, dass man wirklich wartet, bis irgendwas passiert, chillt, vorsichtig spielt und so weiter. Also da bevorzuge ich lieber den Magier. Macht viel mehr Spaß zum Zusehen. Man hat, man wird gefordert und es sieht einfach cooler aus, finde ich, weswegen ich den Magier nehmen werde. Wir müssen nur kurz einen Stab bekommen, aber das geht relativ schnell. Unser Zauber haben wir hier in der Quickshot-Leiste. Erinnert einen so ein bisschen an WoW, was das angeht, oder alle anderen MMOs. Ich nehme jetzt einfach nur WoW, weil das, naja, weil jeder dieses Spiel kennt. Es muss nicht heißen, dass es gut ist. Das heißt nur, dass es jeder kennt. Hört auf, mir den Kopf dafür abzusägen. Und da kommt gleich eine... Ja, das war diese Szene, genau, wunderbar. Also alle Leute, die an Arachnophobie leiden, sollten hier auf jeden Fall aufpassen. Bam! Und da gab's ins Gesicht für die Spinne. So, wir haben unseren Stab, das heißt, jetzt bin ich komplett. Dum, 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 dum. Stäbe sind cool, denn man kann die aufladen, man kann die skillen, man hat später Skill Trees, sobald man Level aufsteigt. Und kann damit interessante Sachen machen. Werde aber alles zeigen, sobald ich Level up bin. Ja, ja, ich burne mich schon. Bam, Hadouken. Oder Kamehameha, je nachdem, wie man es will. Da bin ich rausgekommen, ja, so muss ich da lang, genau. Sehr gut. Bisschen im Kreis laufen. So, passiert sich gerade so sehr. Außerdem hat der Stab eine Reichweite. Zwar nicht allzu groß, aber der hat eine. Das meinte ich halt, dass man am Anfang, wow, nicht so viel Magie hat. Und ich renne hier gerade ein bisschen durch, damit es auch spannend für euch ist. Und da kann es schon mal schnell passieren, dass man hier in Bereiche reinkommt, die nicht wirklich gut sind, beziehungsweise nicht schnell genug gehen. Das Problem ist, beziehungsweise das richtig Geile daran ist, dass die HP sich nicht regenerieren. Mana schon. HP nicht. Das finde ich geil. Also ganz ehrlich, ich hab's satt. Diese ganzen Spiele, die einen an der Hand nehmen und so. Ach komm, hier am Anfang hast 40.000 Leben, 100 Milliarden HP-Regeneration. Die Gegner machen 0,01 Damage und greifen mit einer Angriffsgeschwindigkeit von minus 5 an. Renn durch und guck dir die bunten Bilder an. Da habe ich echt die Schnauze voll von. Ich will mal wieder ein Spiel, das einen fordert. Und dieses Spiel erfüllt es nicht ganz, denn es gibt immer noch Stellen und Sachen, wo man sieht, dass es zu einfach ist. Vor allem, weil ich es jetzt auch auf Normal spiele, aber das liegt daran, dass ich einfach nur durchrennen möchte, um euch möglichst viel zu zeigen. Das Spiel macht aber ansonsten einen ganz guten Job, also man kann sich nicht beklagen. Die ganzen Ausrüstungen hier unterteilen sich natürlich auch nach den drei Klassen, wie man es hier wunderbar sieht. So, wie gesagt, die Ausrüstungen unterteilen sich eigentlich auch nach den drei Klassen, die man im Endeffekt spielen kann. Den Krieger, der einfach vorne und haut drauf ist, der trägt halt Platte. Platte macht dich unbeweglicher, man bekommt aber weniger Schaden. Der Stealther, also der Rogue, der Schurke, der da unsichtbar ist und von hinten, ne, alle, ihr wisst schon, insert random joke hier, der braucht halt Beweglichkeit, deswegen trägt der Lederrüstung. Damit ist man beweglicher, kann schneller laufen, weiter hüpfen und so weiter und so fort, nimmt allerdings mehr Schaden. Und der Magier, der, naja, der trägt halt Robe. Das ist immer so. Robe ersetzt die Beinklamotten und die Rüstung, weswegen man da so ein bisschen, naja, aufpassen muss, auf was man jetzt gerade gehen möchte.
Ich persönlich mag, wie gesagt, Robe und werde auch auf Robe gehen. Wo sind die Handschuhe? Ah, schade, ich habe keine besseren bekommen. Naja, wie auch immer. Ansonsten ist das hier ein richtig vernünftiges Spiel. Also, ich kann mich nicht beklagen. Ich würde sagen, jeder sollte es wenigstens mal anprobieren. Ich werde es nicht online irgendwie auch nur ansatzweise ausnutzen, weil ich finde, dass EA, was online angeht, mir so tierisch auf den Keks geht. Das könnte ich gar nicht vorstellen. Deswegen lasse ich es einfach. Ich werde dieses Spiel in keiner Art und Weise online nutzen. Ich boykottiere da EA, was das angeht. Nachdem die mit Origin angefangen haben. Aber naja. Gleich kommt eine ziemlich nette Szene. Wie gesagt, Cinematic skippen wir, dieses ganze bla 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 bla, keine Sau juckt, bla bla bla, nur blöde Lippenbekenntnisse. Na ja, ich hab es. Bam bam bam. Heißt der ein Fight? Leider will er das nicht. Also der hat uns gerade erklärt, dass wir halt wieder auferstanden sind, die letzte Hoffnung der Menschheit sind, bla bla bla. Dann sind die Bösen reingekommen, er hat versucht, die abzulenken, wurde natürlich getötet und wir müssen jetzt hier rausrennen. Während wir hier allerdings rausrennen, ihr werdet sehen, es ist cool. Bam und Kamehameha. Außerdem liebe ich es auch deswegen, den Mage zu spielen. Wegen Kamehameha. Aber das ist mein persönliches Problem. So, jetzt kommt's. Ich find's cool. Also diese Stelle hier ist auf jeden Fall geil. Da sieht man mal, dass dieses Spiel Potenzial hat. Wir haben nämlich einen ersten Zwischengegner und diesen finde ich ganz nett gemacht. Also, man kann den nicht perfekten. Zumindest wird es sehr, sehr schwierig. Dieser hier hat mehrere Fähigkeiten und unter anderem haut er einen seine riesige Keule um die Ohren. Keule. Der schießt auf uns, was ich persönlich gar nicht gut finde. Macht im Allgemeinen einfach nur gut Damage. Bäm, alter Schwede, ist der angepisst. Der resistet doch ab und zu, also die Magie ist hier sehr, sehr wichtig und die Zustände. Das meinte ich übrigens mit intelligent kämpfen, denn sämtliche Attacken haben, wie gesagt, eine Dauer. Oh Gott, das tut weh. Eine gewisse Abklingzeit. Wenn man in dieser Zeit nichts Vernünftiges macht, wir sollten vielleicht am besten unseren Trank anwenden. Ja, wir sind wieder voll. Hör auf, mich zu schlagen. Ich reagiere darauf sehr empfindlich. Muss halt natürlich so ein bisschen intelligent spielen. Man darf nicht einfach nur vom Gegner stehen, wie bei den meisten anderen Spielen. Und sagen, na, ich hau dir einfach mal zu Brei. Und hier kommt diese coole Sequenz. Und ich persönlich finde es geil. Bam! Also wenn das nicht cool ist, weiß ich auch nicht. Man hat ihm gerade, wir haben ihm gerade mit einem magischen Speer das Gehirn amputiert. Mir fällt dazu gerade kein besseres Wort ein. Ob das nicht cool war? Also das sah einfach nur extrem geil aus und ist einfach cool. Vor allem, da man diese Quicktime-Events hat und damit ein bisschen mehr XP bekommt. Also ich finde persönlich, das ist, frag mich nicht wieso, eine Mischung von God of War mit Diablo. God of War, weil ich das Kampfsystem viel besser finde als bei Diablo und das erinnert mich ein bisschen an God of War. Es ist nicht ansatzweise so flüssig, aber es hat die Combo-Fähigkeiten von God of War und frag ich nicht wieso, auch wenn es nichts damit zu tun hat, ich persönlich finde, es hat Ähnlichkeit.
Wie auch immer, das war der erste Teil dieses Why You No Plays. Ich persönlich finde, das Spiel ist extrem cool, es macht mir extrem viel Spaß und ich werde es weiterhin zocken. Wenn ihr wollt, dass ich es für euch zocke und dazu mehr Videos mache, dann, ja, sagt mir Bescheid, schreibt es unter dieses Video, schreibt das Kommentar hier drunter und ich werde schauen, was ich machen lässt. In diesem Sinne würde ich sagen, ich würde ja winken, aber das geht leider nicht. Tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal und falls ihr mehr Content sehen wollt, klickt auf eine der Playlists, die jetzt gerade erscheinen. Tschüss, tschüss.